Hallöchen, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge aus meiner neuen Serie der Do-It-Yourself-Kosmetik. Also Kosmetik zum Selbermachen, um möglichst viel Wegwerfplastik einzusparen. Und Zutaten dafür kriege ich entweder in Glasbehältern oder wahlweise eben in so geringen Wegwerfplastikverpackungen, wo ich reichlich rausschöpfen kann, dass ich insgesamt sehr viel weniger Wegwerfplastik produziere. Das ist mir sehr wichtig und natürlich eben auch, um zu wissen, was genau ist in meiner Kosmetik drin, was schmiere ich mir quasi täglich auf die Haut. Und hier habe ich etwas vorbereitet für euch. Das sieht etwas unappetitlich aus auf den ersten Blick. Es ist auch nicht das, was es vielleicht auf den ersten Moment erscheinen mag, was vielleicht der eine oder andere von euch, der die eine oder andere von euch auf den ersten Blick hineininterpretieren könnte, was es vielleicht sein würde. Es ist keine Kotprobe, das möchte ich vorweg schon mal sagen. Nein, es handelt sich hierbei um eine selbstgemachte Heilerdemaske. Und die Zutaten dafür, die stelle ich euch gleich im Einzelnen vor und ihr findet dazu auch einen Link in der Infobox direkt unter diesem Video, wo ihr das alles herbekommen könnt und nochmal eine kleine Einkaufsliste dazu. Um ganz genau eben zu wissen, wie viel Chemie tue ich meinem Körper überhaupt an oder gar nicht und was ist alles ganz genau da drin. Ich werde natürlich hier euch nur ein Rezept vorstellen, wie ihr das Ganze herstellen könnt und eben auch in so einer Menge, dass es lange ausreicht und ihr, wie gesagt, weniger Wegwerfplastik produziert. Die Düfte dafür, also wie das Ganze riecht, das könnt ihr am Ende selber bestimmen. Ich habe hier so eine bestimmte Richtung mit Pfirsich, meine ich, ist das hier vorbereitet. Aber den Duft könnt ihr letztendlich selber bestimmen. Es wird kein klassisches Beauty-Video, wo ich mir dieses Zeug vor laufender Kamera ins Gesicht schmiere und euch zeige, wie toll das ist. Ich benutze es regelmäßig, ja, aber ich möchte so nicht in der Öffentlichkeit mich präsentieren. Das mache ich schön, wenn die Kamera aus ist. Aber hier kommt jetzt das Rezept für die Nicht-Kotprobe, sondern für die Heilerde-Maske fürs Gesicht. Viel Spaß! So, für diese Gelmaske oder ja, diese Heilerde-Gelmaske, vielmehr gesagt, benötigt ihr folgende Zutaten und Materialien. Also einmal habe ich hier ein Becherglas und da solltet ihr so ca. 250 Milliliter reinbekommen. Dann habe ich hier so, so einen kleinen Messlöffel in der kleineren Variante. Ihr benötigt dann auch am besten so einen elektrischen Milchaufschäumer zum Vermixen. Für die Behälter habe ich hier ja bereits vorhandene Cremetöpfchen ausgewaschen. Ihr könnt die natürlich auch extra kaufen, aber ich habe erstmal ja zum Teil ja gekauft, zum Teil aber eben auch von vorhandenen Gesichtscremes, die dann einfach ausgewaschen. Und so kann man die dann auch sammeln, einfach im Freundeskreis vielleicht auch mal rumfragen, ob da Menschen für euch mitsammeln. Dann habe ich hier Gelbildner, das ist ganz wichtig. Paraben K. Ich sage euch dann gleich jeweils, wie viel ihr von was benötigt. D-Panthenol 75%. Meristemextrakt benötigt ihr. Und natürlich auch kosmetisches Haarwasser. Und das Allerwichtigste, weil wegen einer Heilerdemaske, natürlich Heilerde. Die Heilerde bekommt ihr in Drogeriemärkten natürlich. Genauso wie auch destilliertes Wasser, das benötigen wir, destilliertes Wasser. Einerseits in Drogeriemärkten, aber auch in Supermärkten erhältlich. In der Regel dort, wo es Putzmittel gibt oder habe ich auch schon gesehen bei Autozubehör, Autoputzzeug und so weiter. Also dort findet ihr auch das destillierte Wasser. Alle anderen Zutaten zum Parfümieren benutze ich hier Pfirsich-Parfümöl. Also es gibt auch ganz viele unterschiedliche Düfte im Bereich der Parfümöle. Alle diese Zutaten, die ich euch hier gezeigt habe, wie Messbecher, Messlöffel, Gelbildner und das kosmetische Haarwasser, das bekommt ihr über einen Online-Shop. Den Link hinterlasse ich euch direkt in der Infobox unter diesem Video. Dort bekommt ihr die ganze Zutatenliste und die Zutatenliste hinterlasse ich euch auch nochmal in der Infobox.
Nur damit ihr Bescheid wisst. Und auch dort bekommt ihr gegebenenfalls eben Cremetöpfchen, falls ihr keine vorhanden habt. Und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, wenn ihr die Glocke anklickt, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort loslegen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So, von dem destillierten Wasser fülle ich 80 Milliliter ab. Ich versuche das hier mal so circa hinzubekommen mit den 80 Millilitern. Manchmal wird es ein kleines bisschen mehr, dann habe ich so 100 Milliliter. Es ist nicht ganz schlimm, das kann man dann später mit Gelbildner auch ein bisschen ausgleichen. Wenn man ein bisschen zu viel Flüssigkeit hat, dann nehme ich 5 Milliliter kosmetisches Haarwasser. Und dann zunächst erst einmal, wie gesagt, wenn es dann im Anschluss zu flüssig ist, kann man es nochmal ein bisschen ausgleichen, entweder mit Heilerde oder mit Gelbildner. Von diesen Messlöffeln 1,5. So, dann brauche ich 18 Tropfen, insgesamt 18 Tropfen von dem Meristem-Extrakt. Dann nochmal 10 Tropfen Paraben K. Und jetzt komme ich zu der Heilerde, so circa 10 bis 12 von diesen Messlöffeln. Das mache ich jetzt erstmal hier rein und dann geht es gleich weiter. So, ich habe in der Zwischenzeit die Heilerde hier reingefüllt. Jetzt kommen noch 5 Tropfen Parfümöl dazu. Wie gesagt, wenn ihr keinen Pfirsich möchtet, ihr könnt jederzeit selbstverständlich irgendwas anderes wählen. Ihr könnt auch mischen. Ihr müsst nicht auf einen Duft angewiesen sein oder nur auf einen Duft zurückgreifen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt noch ein Messlöffel von diesem D-Panthenol 75%. Und danach wird das Ganze mit dem Milchaufschäumer verrührt. Warum mache ich eigentlich das mit dieser Do-It-Yourself-Kosmetik? Ich bin vor einigen Jahren schon dazu gekommen und habe so ein bisschen rumexperimentiert. Erstmal nur mit Massageölen und Körperölen und bin dann Stück für Stück weitergekommen. Es geht darum, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was möchte ich in meiner Kosmetik drin haben, was möchte ich nicht an meinem Körper haben. Und natürlich auch, um Wegwerfplastik Stück für Stück zu verringern. Denn diese ganzen Produkte, die ich hier zwar auch in Plastiktüten habe, das reicht für so viele Portionen, auch für andere Kosmetika, dass ich bei weitem nicht so viel Wegwerfplastik produziere, wie wenn ich jetzt fertige Produkte aus den Drogeriemärkten oder Supermärkten kaufe. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, es hat viele Aspekte, weshalb ich mich Stück für Stück immer weiter mit der Do-It-Yourself-Kosmetik auseinandersetze. Und jetzt verrühre ich das Ganze mit dem Milchaufschäumer und dann zeige ich euch gleich das fertige Produkt. So, und wenn das Ganze dann so eine gelartige, feste Masse, so eine Konsistenz hat, sieht zwar nicht ganz appetitlich aus, ich weiß, aber es tut sehr angenehm, es ist sehr angenehm auf der Haut und tut sehr gut. Und wenn man das in den Kühlschrank tut, hat es auch noch einen sehr kühlenden Effekt auf der Haut.
Und ja, wenn ihr dann soweit seid, wenn ihr keinen Milchaufschäumer habt, könnt ihr im Übrigen auch einen Rührstab oder irgendwas dergleichen verwenden. Und dann in diese Gläschen abfüllen und dann seid ihr fertig mit eurer ersten selbstgemachten Gesichtsmaske. Ich wünsche euch viel Freude damit und einen angenehmen Effekt auf der Haut. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss.